Das heutige Thema dreht sich um was bestimmt sehr Interessantes, und zwar um die Gründung eines Zirkels. Ja, Zirkel erstmal zum Begriff. Was ist das? Zirkel ist das gleiche wie Kreis, Hexenkreis, Orden, Loge, Zusammenkunft, Konvent, das so alles in der Richtung. Was eben halt eine Zusammenkunft von, ja, Hexen, magisch Interessierten bildet. Das hat eben die Begriffe. Ich sag jetzt auch gleich vorneweg, so ganz genau kenne ich mich damit auch noch nicht so aus. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Und es gibt bestimmt auch verschiedene Varianten, wie man eben einen Zirkelgründungsritual gestalten kann, abhalten kann. Gibt bestimmt keine festen Richtlinien, nur so und sonst geht's nicht. Ich bin ja eher mehr für das eigene, freie, wie man es eben halt gerne machen möchte. Ja, also wenn man Zirkel, wir bleiben mal bei Zirkel, ja, gründen möchte, dann schaut man auch erstmal nach den Mitgliedern, ja. Aber in dem Hinblick, passen die zum Zirkel, passen sie nicht zum Zirkel. Das ist nämlich ganz wichtig und auch vor allem keinen dazu zwingen. Ja. Der Zirkel läuft dann auch nicht so. Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn jemand halt kein Interesse hat oder nur so ein fahriges Interesse, wie soll sich da eine Gemeinschaft aufbauen? Wie soll man sich dann auf alle verlassen können? Das ist nämlich ganz wichtig in einem Zirkel. Gibt da auch unterschiedliche Varianten, dass eben halt die Mitglieder in einem Zirkel keine Geheimnisse haben, alles immer offenlegen und so. Also das kann man machen, wie man möchte. Man kann sich auch als Zirkel einen Namen geben oder auch nicht. Man kann auch irgendwie sagen, wir haben hauptsächlich dieses Thema. Also wir arbeiten hauptsächlich nur mit Kräutern oder nur mit Runen oder wir beschäftigen uns nur damit, mit diesem, das. Also irgendwie so ein Kristallisationspunkt innerhalb des Zirkels schaffen. Ja, die Vorbereitung auf ein Ritual, um einen Zirkel zu gründen. Erstmal auch schauen, wenn man dann jetzt seine ausgewählten Mitglieder hat, wie gehe ich vor? Muss jedes Mitglied irgendwas mitmachen? Mache ich was mit Kräutern? Muss jedes Mitglied irgendwas mit dem Kraut machen? Zum Beispiel in die Räucherschale geben. Praktisch so wie jetzt, wenn man in der Kirche diese Oblade bekommt. Ja? Jedes Mitglied geht vor und tut eben halt ein paar Fingerspitzenkraut in die Räucherschale geben. Oder Küsschen auf die Wange, ein paar Worte und so weiter. Und diese Ritualgründungszeremonie oder wie man das halt nennen möchte, ist ja eigentlich auch im Grunde ein Ritual. Da muss ich ja auch gucken, wie baue ich das Ganze auf. Mit Kerzen, mit keine Ahnung, was noch allem. Wie man das eben halt möchte. Es sollte natürlich auch allen dann soweit gefallen. Es ist ja der Zirkel dann, es ist ja eine Gemeinschaft, das soll ja jeder zustimmen können. Dann ist wieder die Frage, wie richte ich dann von den Zirkelaltar aus? Wie gestalte ich ihn? Da gibt es ja eben halt auch wieder verschiedene Methoden, eben halt auch wieder nach Norden oder nach Osten. Und wie bestücke ich den Altar nach den Elementen oder nach dem Zirkelthema etc. Dann
Ah, tut mir leid, ich habe es irgendwie im Hals. Dann kann man innerhalb des Zirkels auch bestimmte Ämter vergeben. Zum Beispiel, so war das hier in dem einen Buch drin, hieß die Person dann der Schatzmeister. Da ging es eben halt darum, dass da einer ist, der immer wieder mal Geld einsammelt, wenn die Gruppe was macht oder was kaufen möchte, dass jeder halt ein bisschen was dazu beiträgt. Dann ist natürlich genauso wichtig, auch für einen Zirkel Buch zu führen. Also da gibt es dann, sage ich jetzt, sowas hier ein Sekretär oder Sekretärin. Da wird einfach aufgeführt, wann die Rituale gemacht wurden. Eigentlich so, wie man das halt selbst dann auch ins Buch der Schatten schreiben sollte, kann, darf. Ich habe es auch nicht immer gemacht. Wo man dann eben halt auch nochmal schauen kann, was wir gemacht haben, wie es sich entfaltet hat, welche Veränderungen es gab, wo man vielleicht noch ein bisschen was üben muss oder ja, so in der Richtung. Ja, auch im Grunde alles, was mit Schriftwechsel zu tun hat, wenn man mit anderen Zirkeln zusammenarbeitet oder so. Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt so vertieft ist. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wie man überhaupt einen Zirkel gründen kann. Ja, dann war auch, dass es eben halt wirklich nur einen Raum für einen Zirkel gibt, was ist heute gar nicht machbar. Man kann nicht sagen, wir mieten jetzt so eine kleine Hütte und da treffen wir uns dann immer, um Zirkel abzuhalten. Das geht, das. Wer viel Geld hat, bitteschön. Aber sonst. Man kann ja von Zirkelmitglied zu Zirkelmitglied gehen und da eben halt Zirkelrituale abhalten. Das ist so eigentlich immer so das Hauptthema, dass die Gruppe an sich einen festen Punkt hat in der Woche oder im Monat, wo sie sich treffen und eben halt zusammen irgendwie sprechen, was es so für Anliegen gibt, was es für Probleme gibt. Und dann eben halt meditieren oder ein Ritual abhalten oder so. Und dann halt auch natürlich die Feste feiern, wenn welche anstehen. Das ist natürlich auch klar. Ja, und dann gibt es natürlich im Zirkel auch jemanden, der den Zirkel leitet. Sprecher, Zirkelmeister oder Hohenpriester. Es ist schon schön und gut, wenn irgendjemand innerhalb eines Zirkels eben halt das Sagen hat und auch nach seine Schäfchen guckt. Aber irgendwo finde ich, für mich persönlich sollte doch eigentlich jeder gleich im Zirkel sein. Es ist nur, dass eigentlich in einem Zirkel, soweit ich das weiß, irgendjemand als Hauptperson gewählt wird, die halt, sag ich jetzt, auch mächtiger ist, die besonders viel Energie leiten kann oder so, was dann auch hinter dem Begriff Hohenpriester steckt. Ja, zur Anzahl der Mitglieder. Maximal bis unendlich. Aber es macht natürlich auch Sinn, irgendwann aufzuhören. Also 100 Mitglieder ist schon viel. Da hat man dann eigentlich schon, sag ich mal, einen Verein gegründet. In gewisser Weise mindestens natürlich zwei. Was finde ich persönlich eigentlich dann wiederum doch zu wenig ist. Vielleicht drei. Aber es ist klar, wenn man anfängt, da hat man dann auch nicht mehr Mitglieder wie dann nur eins. Wenn ich jetzt einen Zirkel gründe, dann habe ich ein Mitglied. Und es ist natürlich dann auch klar, weiß dieses Mitglied schon was? Kennt es sich schon mit der Materie aus? Oder ist es noch im Stadium einer Novizin oder eines Noviz? Da ist dann natürlich klar, dass eben die andere Person dann die Ranghöhere ist, sage ich jetzt mal. Und die andere Person einführt. Also es das heißt nicht, wenn man nicht vorher, sag ich jetzt, ausgelernt hat, nicht in den Zirkel darf, so ist es nicht, würde ich auch so gar nicht sehen.
Man tut ja in der Gemeinschaft lernen und der Zirkel ist die Gemeinschaft. Und es gibt vielleicht welche, ich weiß es nicht, die ersten Zirkel gründen oder jemanden in den Zirkel lassen, der ausgelernt ist. Aber es macht genauso Sinn, jemanden in den Zirkel zu holen und ihn dort einzulernen. Natürlich kann man diese Person dann nicht gleich an irgendwelchen wichtigen Ritualen teilnehmen lassen. Aber man sollte ihn schon soweit am Geschehen dabei haben. Gut, also wenn dann so Ämter verteilt sind, dann geht es dran, wie gestalte ich das Ritual? Es gibt auch noch die Möglichkeit, innerhalb des Rituals weitere Positionen zu vergeben. Zum Beispiel eine feste Person, die ein bestimmtes Element immer ruft, oder auch die Himmelsrichtungen oder Göttin und Gott. Das kann man natürlich auch machen. Also so Arbeitsverteilung ist natürlich auch sinnvoll, als wie wenn es dann immer nur einer macht. In dem einen Buch, was ich gelesen habe, war das so, dass der Zirkelmeister eben halt verschiedene Sachen gesagt hat. Die Mitglieder mussten nachsprechen. Ja, so nach dem Motto, ich werde nie was Böses tun. Ich werde dem Zirkel treu bleiben. Sowas in der Richtung. Man tut wirklich einen Vertrag unterschreiben oder aufstellen und man verpflichtet sich dann auch, den Regeln Folge zu leisten. Es gibt ja auch manche Zirkel, wenn man die eingetreten ist, wenn man austritt, dann lassen die einen natürlich nicht mehr rein. Manche lassen einen auch gar nicht erst so leicht rein. Außenstehende vielleicht gar nicht. Also wie gesagt, auch die Ämtervergabe, außer Schatzmeister etc., jetzt zum Beispiel die Hüter der Wachtürme, also die Himmelsrichtungen zu rufen, oder Elemente, kann man so gerne vergeben. Je nach Thema, wie man eben halt so seinen Zirkel gestaltet. Ob man jetzt viel mit Gott und Göttin arbeitet oder mit den Elementen etc. Ja, und dann ist eben halt das Ritual zur Gründung eines Zirkels dann beendet. Alle Mitglieder sind eingeweiht. Man kann sie selbst oder sie sich selbst auch noch mit einem Ritual einführen lassen. Den Hexenzirkelsegen kriegen oder man kann sich ja da auch einiges einfallen lassen, so dass jeder noch seine Marke und seinen Stempel sozusagen bekommt. Und dann ist eben halt der Zirkel gegründet. Und dann schaut man, wie hat man Geld, wann kann man die Feste machen, gibt es irgendeinen festen Tag im Monat oder in der Woche, wo man sich trifft, um zu besprechen oder um ein Zirkelritual abzuhalten. Ist ja kein Zwang. Muss man ja nicht immer ein Zirkelritual abhalten, sobald man sich trifft. Man kann auch so miteinander über Magie sprechen, etc. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt und was zu einer Zirkelgründung wisst, dann schreibt es mir. Ich bin da auch sehr interessiert dran, wie das Ganze so abläuft. Bis dann!